Wir wurden gegen 11.22 Uhr zu einem B2 alarmiert nach Explosion mit Einsturzgefahr. Zurzeit sind wir mit 7 Wehren im Einsatz und 2 Drehleitern. Bei Eintreffen bot sich ein Bild der Zerstörung. Die Feuersäule war weithin zu sehen und eine Lagerhalle brannte. Nach ersten Erkenntnissen ist in der Waschhalle ein Gabelstapler, elektrischer Gabelstapler, in Brand geraten und beim Aktivieren explodiert. Es kann sein, dass der Akku einen Defekt hatte und leicht ausgegast ist, aber das muss halt der nächste Dienst herausfinden, was da passiert. Die Bürogebäude sind nicht bereit in Mitleidenschaft gezogen worden, aber die Waschhalle ist zerstört und wir sind gerade mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Ich würde sagen, es gibt nicht Ausgang, wir haben keine Verletzten, aber einen hohen Sachschaden.